In Zusatzpunkt 2 die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Nahrungsmittelversorgung sicherstellen, Selbstversorgungsgrad in Deutschland und Europa erhalten. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, die entsprechenden Plätze einzunehmen, sodass wir eine Debatte weiterführen können. Nehmen Sie bitte die Plätze ein, dann können wir fortfahren. Dann eröffne ich nämlich die Aussprache und ich erteile das Wort dem Kollegen der Unionsfraktion, Steffen Bilger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser Woche fand der Agrarkongress des Bundesumweltministeriums statt. Und dabei konnte Ministerin Lemke und Minister Özdemir ihre in der Landwirtschaft mittlerweile gefürchtete und berüchtigte sogenannte Hausfreundschaft mal wieder öffentlich zelebrieren. Ein Ergebnis scheint zu sein, dass Sie sich auf eine Initiative verständigt haben, jetzt die Ressortabstimmung einzuleiten, um Biokraftstoffe zu verbieten, obwohl Sie genau wissen, dass es für Ihren Koalitionspartner FDP ziemlich inakzeptabel sein dürfte. Denn wie sollte sonst denn der Bundesverkehrsminister seine Klimaziele erreichen? Tolle Zusammenarbeit haben Sie da in der Bundesregierung. Das finde ich schon bemerkenswert, meine Damen und Herren. Ganz klar, wir leben in einer Zeit der Krisen. Aber es war schon auffällig, dass bei diesem Agrarkongress es gar kein anderes Thema mehr gab als Krise, Krise, Krise. Gleich drei grüne Staatssekretäre durften bei diesem Kongress über Wege zur krisensicheren Landwirtschaft diskutieren. Natürlich ganz unter sich, denn externer Sachverstand wird im Zweifelsfall ja nur stören. Gute Politik aber braucht keinen permanenten Krisenmodus. Gute Politik braucht tragfähige Konzepte. Und die bleibt diese Regierung auch in der Landwirtschaftspolitik schuldig. Man muss es ganz deutlich sagen, wenn unsere Landwirtschaft sich in der Krise befindet, dann auch und gerade wegen der Politik dieser Bundesregierung. Beim Agrarkongress, im Bundesumweltministerium und auch sonst ist Ihre Linie einschränken, verbieten, stilllegen. Was für eine entmutigende Botschaft für unsere Landwirte. Und das gilt umso mehr in dieser Woche, in der hier in Berlin die Internationale Grüne Woche startet. Bei allen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft steht, und bei allen Problemstellungen, zu denen auch die Landwirtschaft natürlich ihren Lösungsbeitrag leisten will und muss, das ist doch ein großartiges Ereignis, dass die Grüne Woche wieder stattfinden kann und auch mal der beste Anlass, unseren Landwirten Danke zu sagen für ihre großartige Leistung bei der Ernährungssicherung und der Kulturlandpflege Tag für Tag. Vielen Dank an unsere Landwirte. Und es stünde dieser Bundesregierung auch einmal gut an, über die Chancen unserer Landwirtschaft zu sprechen, unsere Landwirte zu ermutigen, ihnen unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, die Produktion von Lebensmitteln in den Vordergrund zu stellen oder auch die Landwirtschaft durch einen Antrag oder eine Debatte ins Zentrum dieser Sitzungswoche zu stellen. Aber dafür sind Cem Özdemir und auch Steffi Lemke einfach die falschen Ansprechpartner. Auch deshalb, meine Damen und Herren, haben wir unseren Antrag zur Beratung eingebracht. Unsere Botschaft ist klar. Hört auf, in der Landwirtschaft die Ursache aller Probleme zu suchen. Räumt endlich der Landwirtschaft die Priorität ein, die ihr gebührt. Und es gilt seit dem 24. Februar, also dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, mehr denn je. Denn die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung in Deutschland und in Europa, aber auch der Beitrag unserer Landwirtschaft zur Bekämpfung des Hungers in der Welt, bedarf einer ganz neuen Kraftanstrengung. Und da muss in der europäischen und in der nationalen Agrarpolitik einiges auf den Prüfstand, meine Damen und Herren. Innovation und Technologie sollten mehr im Mittelpunkt stehen als pauschale Reduktionen und generelle Verbote. Nur ein Beispiel. Wir wissen doch, dass die neuen Züchtungstechnologien uns helfen werden, mit den Klimafolgen besser umgehen zu können, wenn sie sie denn zulassen. Auch die FAZ befasst sich heute mit diesem Thema und kommt zum Schluss. Die Strategie Özdemirs lautet bei solchen Themen viel zu oft: abwarten und bloß nicht anecken. Das ist zu wenig. Hier braucht es Mut und klare Entscheidungen.
Und entmutigend ist auch das, was Minister Özdemir bei der Tierhaltungskennzeichnung vorgelegt hat. Dieses Rumpfgesetz für eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung schadet dem Tier wohl mehr, als es ihm nützt. Die Finanzierungsfrage bleibt weitgehend offen. Produktion wird so ins Ausland verlagert, egal zu welchen Standards sie dort stattfindet. Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit für einen Neustart in dieser Bundesregierung, auch in der Landwirtschaftspolitik. Weniger schnelle Schlagzeilen, weniger grünes Parteiprogramm, weniger undurchdachte Konzepte. Das muss Ihr Motto für 2023 sein, Herr Minister. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Silvia Lehmann. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Also eigentlich wollten wir, wenn es ursprünglich nach dem Willen der Kollegen der CDU und CSU gegangen wäre, über den Wald diskutieren. Den Antrag haben sie nun heute abgesetzt, wenn ich mich recht erinnere, zum zweiten Mal. Und jetzt haben sie so aus der Hüfte den Antrag herausgeholt, Selbstversorgung, also das ist der rote Faden dieses Antrags, habe ich jetzt zwar wenig gehört. Und ich stelle damit nur fest, bei der Beliebigkeit Ihrer Anträge, wie Sie damit so jonglieren, also das ist für eine solide Landwirtschaftspolitik nicht gut. Ich konzentriere mich mal auf das Thema des Antrages Selbstversorgung. Hierzulande liegt der Selbstversorgungsgrad für Nahrungsmittel bei rund 87%. Und je nach Produktgruppe fällt er natürlich unterschiedlich aus. Zum Beispiel liegt er bei Kartoffeln, Schwein, Milch, Käse, Zucker bei über 100%. Dementsprechend können diese Produkte natürlich auch exportiert werden. Bei Obst und Gemüse hingegen sind wir abhängig von Importen. Der Selbstversorgungsgrad liegt bei Gemüse um etwa, ich hoffe jetzt aktuell, 36%, bei Obst knapp unter 20% und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Tomaten, dem Lieblingsgemüse der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, sogar unter 5%. Die wichtigsten Importländer hier bei Obst und Gemüse sind für uns die Niederlande, Spanien, Belgien, Marokko. Lediglich bei Weißkohl und Rotkohl liegen wir beim Versorgungsgrad bei 109%. Da muss ich etwas schmunzeln, kommend aus der DDR. Ich bin mit sehr viel Weißkohl groß geworden. Woran liegt das mit dem Versorgungsgrad? Ein Grund ist, dass der Freilandanbau wetterbedingt beschränkt ist natürlich und sich nicht jedes Erzeugnis über Monate lagern lässt. Ein weiteres Argument, das Gefühl der Saisonalität ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern über die Jahre verloren gegangen. Wenn im Laden fast immer alles erhältlich sein soll, müssen wir wohl oder übel das eine oder andere importieren. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie abhängig wir von globalen Lieferketten sind und dass diese Abhängigkeit nicht in jedem Falle gut ist. Wir sind uns auch bewusst darüber, dass die langen Transportwege in puncto Klimaschutz nun in der Tat nicht nachhaltig sind. Um rein theoretisch eine hundertprozentige Selbstversorgung, denn das war Ihr Thema, in Deutschland zu erreichen, müsste nach Ansicht der Eat-Lancet-Kommission der hiesige Durchschnittsesser 3/4 weniger Fleisch, 4/5 weniger Eier und 1/4 weniger Milchprodukte zu sich nehmen. Stattdessen sollten Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte auf den Speiseplan stehen. Momentan produziert die Landwirtschaft bei Obst und Gemüse nicht das, was benötigt wird. Dafür sind wir Exportweltmeister bei einigen tierischen Lebensmitteln. 2022 wuchsen 36,6 Millionen Mastschweine heran, die natürlich auch geschlachtet wurden. Die Hälfte wird exportiert. Bei Rind und Geflügel ging je ein Drittel ins Ausland. 32,4 Tonnen Milch werden in Deutschland verarbeitet. Die Hälfte wird exportiert, meistens in Form von Milchpulver. Alle Tiere, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen Nahrung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auf 60% der Ackerfläche Tierfutter wächst, vor allem Mais und Getreide. Schlussfolgernd, ein erster Schritt zur Erhöhung des Selbstversorgungsgrades
Ihr Thema Ihres Antrages, wäre ein deutlicher Abbau der Tierbestände. Damit würden wir viel Futteranbaufläche freisetzen, die wir dringend für den Anbau pflanzlicher Lebensmittel benötigen. Und wenn wir weniger Fleisch konsumieren, brauchen wir natürlich andere Eiweißquellen, wie Bohnen, Erbsen, Linsen und andere Hülsenfrüchte. Und dank unserer Eiweißstrategie und dem Netzwerk LegoNet gelingt es immer besser, Bundesländer und Landwirte vom Anbau dieser Produkte zu überzeugen. Damit wir uns allerdings perspektivisch von einer regionalen Vielfalt pflanzlicher und tierischer Lebensmittel ernähren können, Ziel Ihres Antrages, die tatsächlich gut, sauber und fair erzeugt und verarbeitet werden, ist ein starker politischer Wille und eine Neuausrichtung der staatlichen Förderung erforderlich. Auch fehlen Erfahrungen im Anbau sowie passende Verarbeitungsstrukturen, weil viele Molkereien, Mühlen, Schlachthöfe und Ölpressen in den letzten Jahren verloren gegangen sind. Sie wollen die Selbstversorgung erhöhen. Das ist richtig. Das wollen wir auch. Nur haben wir da unterschiedliche Wege. Insofern ist Ihr Antrag abzulehnen. Dankeschön. Für die AfD-Fraktion hat das Wort Frank Rink. Frau Präsidentin, werte Kollegen, ich freue mich sehr, dass scheinbar ein Umdenken stattfindet und wir von der AfD nicht mehr die Einzigen sind, die große Probleme in der Versorgungssicherheit von Deutschland und Europa sehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Jahresauftakt des Bauernverbandes sich heute genau mit diesem Thema beschäftigt und die CDU da ein bisschen Klientelpolitik machen möchte. Unsere Worte im Titel und im Antrag der CDU, viele AfD-Forderungen, die wir im letzten Jahr hier eingebracht haben und abgelehnt wurden. Das Aussetzen der roten Gebiete, eine gesicherte nationale Düngerversorgung und das Wieder-in-die-Produktion-Nehmen der Greening-Flächen, um mehr Nahrungsmittel zu produzieren. All das und noch viel, viel mehr hat die AfD-Fraktion letztes Jahr hier schon gefordert. Alles abgelehnt, auch von den vermeintlich Konservativen. Daran erkennt man leider ihre geringe Weitsicht und Wertschätzung für unsere heimische Landwirtschaft. Nicht erst seit der Ukraine-Krise haben wir gesehen, welche Folgen gerissene Lieferketten haben können. So sagte ich Ihnen bereits vor einem Jahr hier an diesem Pult, dass ich mir nicht mal vorstellen will, was in unserem Land passieren könnte, wenn es in den Regalen einmal an Lebensmitteln statt an Klopapier mangeln würde. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, haben Sie unsere Anträge zur Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung immer wieder abgelehnt. Sie haben sich lieber mit fragwürdigen Freihandelsabkommen wie CETA oder Mercosur beschäftigt, haben wir auch gerade gehört, Bohnen, Soja, diese ganze Palette. Doch, meine Damen und Herren, diese Art und Weise, das ist ein Schlag ins Gesicht unserer heimischen Landwirte. In Deutschland gibt es Standards. Diese Standards gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Und dagegen müssen unsere Landwirte konkurrieren können, oder wir werden bald keine Landwirtschaft mehr haben. Wahrscheinlich hat die CDU auch deswegen die Debatte für Mercosur morgen von der Tagesordnung hier im Deutschen Bundestag streichen lassen. Gut, da mag nun jeder das selbst empfinden, wie er möchte. Meine Damen und Herren, das ist schäbig und das ist scheinheilig. Seriöse Agrarpolitik sieht anders aus. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Sie wollen die Selbstversorgung in Deutschland und Europa erhalten, was unsere Partei natürlich grundsätzlich begrüßt. Dafür müssen Sie aber konservative Politik in diesem Haus umsetzen und aufhören, grüne, woke Klimapolitik zu unterstützen, die auf Kosten derer über die Bühne geht, die hier Nahrungsmittelversorgung sicherstellen und garantieren. Obst und Gemüse haben wir ja gerade schon gehört. Prekäre Situation, die Versorgung liegt dabei unter 25%. Aber gut, das kann man natürlich nachlesen, wenn man es denn möchte. Importe verringern in diesem Bereich natürlich nicht die Probleme, sondern täuschen nur darüber hinweg, dass wir zu wenig heimisches Obst und Gemüse anbauen, was natürlich auch an den roten Gebieten beispielsweise liegt. Davon abgesehen ist das importierte Obst und Gemüse häufig mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Und jetzt passen Sie gut auf.
die bei uns in Deutschland schon lange keine Zulassung mehr haben oder verboten sind. Natürlich. Dies, meine Damen und Herren, ist eine unerträgliche Doppelmoral und schädigt diejenigen, die in unserem Land mit höheren Kosten dieselben Lebensmittel, allerdings in besserer Qualität produzieren. Und auch die bisher gesicherte Versorgung mit hochwertigem Fleisch ist mittlerweile unter den von uns gewünschten Selbstversorgungsgrad gesunken. 10% der Schweinehalter haben letztes Jahr aufgeben müssen. Meine Damen und Herren, bei Antritt der Regierung wurde hier verkündet, es soll besser werden. Aber das Höfesterben geht ungebremst weiter und der Landwirtschaftsminister befeuert dieses immer noch weiter. Deutschland ist ein Gunststandort zur Lebensmittelproduktion und es ist schlichtweg dumm, unsere hervorragenden landwirtschaftlichen Bedingungen nicht auszuschöpfen und stattdessen den Preiskampf auf den Weltmärkten weiter zu befeuern, indem wir unsere Flächen stilllegen und uns am Angebot des Weltmarkts bedienen müssen. Meine Damen und Herren, stirbt der Bauer, stirbt das Land. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Karl Bär. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Unionsfraktion, ich finde es sehr spannend. In dem Antrag benutzen Sie ja marxistisches Vokabular. Wenn man in die Ideengeschichte schaut, bei Hegel, da sind es die großen Ideen, denen wirklich die objektive, eigentliche Wirklichkeit zukommt. Karl Marx kritisiert diesen Idealismus und er benutzt dafür das Wort Ideologie, das Sie auch so gerne benutzen. Nach Marx spiegelt und verschleiert Ideologie die Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Und dieser Antrag ist ein Lehrstück in Sachen Ideologie, der präsentiert uns die Interessen der Agrarindustrie ganz ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit. Die Resilienz von Ernährungssystemen zum Beispiel ist bei Ihnen ein Argument gegen die Reduktion von Pestiziden. Aha. Ich zitiere jetzt mal aus einem Bericht des UN-Sonderbeauftragten für das Recht auf Nahrung aus dem Jahr 2017. Zitat Beginn. Die Behauptung, die von der agrochemischen Industrie gefördert wird, dass Pestizide notwendig sind, um die Ernährungssicherheit zu erreichen, ist nicht nur falsch, sondern gefährlich und irreführend. Zitat Ende. Das Gegenteil ist die Realität. Unser Ernährungssystem bricht genau dann zusammen, wenn es uns nicht gelingt, die Zerstörung der Biodiversität aufzuhalten. Vor einem Monat hat die Weltgemeinschaft in Montreal deshalb beschlossen, die Gefahren, die von Pestiziden ausgehen, zu halbieren. Dieses Ziel teilt die Europäische Kommission und diese Bundesregierung wird den Pestizideinsatz in Deutschland massiv reduzieren. Das einzige Mal, wo in Ihrem Beitrag die ökologischen Probleme auftauchen und die einzige Lösung, die Sie präsentieren, ist der Zusammenhang mit Gentechnik in der Landwirtschaft. Dieses Märchen hören wir seit Jahrzehnten von der entsprechenden Industrie und nichts davon ist wahr geworden. Es geht bei der aktuellen Debatte auch nicht darum, irgendetwas zuzulassen oder zu verbieten, sondern nur darum, ob es gekennzeichnet werden muss oder nicht. Sie vertreten hier mal wieder die Interessen der chemischen Industrie, die sich diese Techniken längst patentieren lassen und auch die Produkte, die daraus entstehen, gegen die Interessen der Menschen, die wissen wollen, wie ihre Lebensmittel produziert werden. Und ich bin echt froh, dass Sie nicht mehr regieren. Ich bin umgekehrt sehr froh, dass Steffi Lemke mitregiert. Der Vorschlag, die Verschwendung von Pflanzen, Ölen und Getreide im Tank von Autos Schritt für Schritt auf Null zu reduzieren, ist ein ganz wichtiger und großer Beitrag. Momentan belegt diese Verschwendung ungefähr 1 Million Hektar gute Ackerflächen. Diese Lebensmittel nicht zu verbrennen, sondern zu essen, wäre ein sofort wirksamer Beitrag zur Ernährung der Welt. Das ist gute Politik. Und der Umbau der Tierhaltung wäre der wohl wichtigste Beitrag zur Steigerung der Ernährungssicherung in Europa. Zurzeit ist der Selbstversorgungsgrad der ganzen EU trotz der hochproduktiven Landwirtschaft negativ, weil wir zu viele Füttermittel für Tiere importieren. Wir verfüttern mehr, als wir essen. Das muss sich ändern. Daran arbeitet Cem Özdemir. Dankeschön. Wenn Sie Lust haben, mal einen unverstellten Blick auf die Agrarpolitik zu erleben, dann kommen Sie am Samstag auf die Demo Wir haben es satt. Da treffen Sie Zehntausende Bürgerinnen und auch Bäuerinnen und Bauern. Ich werde mir da bestimmt auch anhören müssen, was die Regierung alles falsch macht. Aber im Gegensatz zu dem, was wir hier hören, sind das Diskussionen um die Interessen von Menschen, nicht ideologische Fragen um die Interessen von großen Konzernen. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Kollegin Ina Latendorf.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Schnellverfahren hat die Unionsfraktion einen Antrag unter der Überschrift Nahrungsmittelversorgung vorgelegt, in dem anscheinend alle möglichen Themen von gegen Green Deal über für Pflanzenschutzmittel bis für Gentechnik vereint sind. Dabei soll es doch um die Selbstversorgung in Deutschland und Europa gehen, aber es liest sich wie eine Aufzählung gescheiterter Anträge der Vergangenheit. Wir von den Linken wollen Ernährungssouveränität und haben über Jahre substanzielle Vorschläge gemacht, wie für die einheimische Bevölkerung regional und von vor Ort Nahrungsmittelsicherheit geschaffen werden kann und muss. Wir brauchen dafür erstens eine Eindämmung und letztlich Aufhebung der Marktmacht der großen Lebensmittelkonzerne. Zweitens kostendeckende Preise für die Produzenten. Drittens eine Beendigung der Spekulation mit Lebensmitteln. Viertens die Umstellung der Landwirtschaft auf Nachhaltigkeit mit einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Und fünftens, wir brauchen mehr regionale Wirtschaftskreisläufe in der landwirtschaftlichen Produktion. Der ganze Bereich Ernährungssicherheit steht und fällt natürlich mit der wirksamen Bekämpfung der Armut. Und hierzu haben wir weder von der Union noch bisher von der Ampelkoalition durchgreifende Vorschläge auf dem Tisch, die tatsächlich etwas für die Verbesserung der Ernährungslagen breiter Bevölkerungsschichten tun. Wir reden über 12 bis 14 Millionen Menschen, die in diesem reichen Deutschland von Armut betroffen sind. Und das ist doch der eigentliche Skandal. Meine Damen und Herren, der Antrag der Union hat in meinen Augen nicht viel mit moderner Agrarpolitik zu tun. Ich bin mir sicher, dass der Bauer, der bei den Marktgesprächen in Ludwigslust immer donnerstags mit seinem Stand neben mir steht, das auch so sieht. Wir brauchen Lösungen für die Zukunft, und die kommen nicht rückwärtsgewandt aus der Vergangenheit. Anstatt eine Preisaufsicht und eine darauf basierende sinnvolle Preissubvention bei Lebensmitteln einzuführen, wie eine Preisentlastung bei Grundnahrungsmitteln, so wie wir es in unserem Antrag auf Nullsetzung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel ja getan haben, setzt die Union wieder nur auf den Markt und die Erhöhung der Effizienz. Die ungesunde Spirale soll sich immer weiter drehen, aber nicht mit uns Linken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige Kritikpunkte der Union sind richtig und natürlich auch, dass die Tierhalter eine langfristige Perspektive für den Umbau ihrer Stallungen brauchen. Die Borchert-Kommission hat hierfür eine gute Grundlage geschaffen. Aber für den sozial-ökologischen Wandel in der Tierproduktion muss für Tierreduktion und Tiergesundheit und Nachhaltigkeit auch ein staatliches Förderprogramm her. Und es muss für die Landwirtinnen und Landwirte Anreize geben. Und genauso, das lassen Sie mich noch sagen, müssen Handel und Verbraucher verantwortungsvoll und bewusst mit Nahrungsmitteln umgehen, deren Verschwendung und Vernichtung immer noch kein Tabu ist. Hier müssen wir ansetzen. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Dr. Gero Clemens Hocker. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen der Union, die vergangenen anderthalb Jahrzehnte werden in die Geschichte unseres Landes eingehen. Dieser Lacher war übrigens einkalkuliert. In die Geschichte unseres Landes eingehen als einen Abschnitt in der Historie, währenddessen Deutschland so abhängig geworden ist, nicht nur von Lebensmittel und Agrarimporten, sondern übrigens auch im Energiebereich von Energielieferungen aus anderen Ländern, ausgerechnet von Russland. Nachdem es sich quasi systematisch in immer tiefere energiepolitische Abhängigkeiten gestürzt hat, muss unser Land, muss unsere Gesellschaft jetzt sehen, wie es aus dieser Abhängigkeit wieder herauskommt. Wir müssen kurzfristig quasi im Hauruck-Verfahren LNG-Terminals geplant, genehmigt, eingeweiht werden, neue Vertragspartner gefunden werden, um Gas einzukaufen, was eben nicht mehr aus Russland importiert werden kann und werden darf, müssen Verträge abgeschlossen werden und viele andere Dinge mehr. Und zwar, weil die Energiewende nicht schnell genug vorangekommen ist und weil man glaubt, in den letzten anderthalb Jahrzehnten oder 16 Jahren, wenn es Ihnen besser gefällt, glaubte auch ohne grundlastfähige Energien auszukommen. Meine Damen und Herren, wir sind gemeinsam gehalten.
Und die Anzeichen, dass das im Ernährungsbereich ganz ähnlich passiert nach diesen anderthalb Jahrzehnten, mehren sich. Wir sind gemeinsam gehalten, alles dafür zu tun, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, die Fehler der Vergangenheit im energiepolitischen Bereich der letzten anderthalb Jahrzehnte nicht zu wiederholen, damit sich solche Abhängigkeiten im Ernährungsbereich nicht ebenfalls ergeben, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass Gas in Russland, und da ist der Weg zur Ernährungsproduktion im Ausland gar nicht so weit, zu Umweltstandards gefördert wird, dieses Gas, das macht sehr deutlich, wer alleine durch politischen Opportunismus Produktion ins Ausland abwandern lässt, der schadet damit nicht nur unserer Volkswirtschaft und der Versorgungssicherheit, der schadet auch der Umwelt. Und vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum Sie sich in der Opposition wiederfinden. Der schadet auch der eigenen Glaubwürdigkeit und verursacht damit ganz, ganz hohe politische Kosten, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Union. Und so etwas darf in Deutschland und anderen Bereichen nicht auch passieren, erst recht nicht, wenn es um solche existenziellen Fragen geht, wie eben auch die Lebensmittelproduktion. Dabei sind die Vorzeichen ganz ähnliche wie bei der Energieversorgung. Obwohl Deutschland über die global besten Böden verfügt, obwohl das Know-how in unserem Lande für Lebensmittelproduktion so hoch ist wie nur in ganz wenigen anderen Ländern, obwohl die Menschen so gut ausgebildet sind im Ernährungsbereich wie in kaum einem anderen Land, schneiden immer höhere Auflagen der einheimischen Produktion die Luft ab und werden immer mehr Produkte aus dem Ausland bezogen. Anstatt sich wiederum in Abhängigkeiten zu begeben, sind wir gemeinsam gehalten, diese administrativen Fesseln, die häufig genug noch aus Ihrer Regierungszeit stammen und die unseren Landwirten das Leben tagtäglich so schwer machen, endlich zu lösen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und zusätzlich muss es nicht nur darum gehen, etwas tatsächlich auch in die Tat umzusetzen, was ja auch zwischen den Koalitionspartnern vereinbart worden ist, nämlich gerade mindestens während der Krisenzeit nicht zusätzliche Auflagen über unsere Betriebe, auch über landwirtschaftlichen Betrieben auszuschütten. Aber gleichzeitig muss es doch auch darum gehen, etwas ganz anderes zu tun, als der Kollege von der AfD eben gesagt hat, nämlich zurück sozusagen in den Konservativismus. Wir brauchen, wenn wir diesen Spagat wirklich hinbekommen wollen, nämlich in Zeiten von Bevölkerungsexplosion auf der einen Seite, immer weniger landwirtschaftlich verfügbaren Flächen auf der anderen Seite, durch Klimawandel, durch viele andere Faktoren wie Flächenversiegelung, führt doch gar kein Weg daran vorbei, moderne Technologien einzusetzen, um diesen Spagat hinzubekommen und gleichzeitig Nachhaltigkeitszielen, Biodiversitätszielen gerecht werden zu können. Das wird nicht gelingen, indem man die Technologien von vor 30 oder 40 Jahren bemüht. Deswegen ein ganz klares Bekenntnis, meine Damen und Herren. Innovative Züchtungsmethoden, künstliche Intelligenz im Ackerbau, genau in der Tierhaltung ebenfalls, Vertical Farming, Robotik im Bereich Pflanzenschutz, das sind die Verheißungen der Gegenwart, meine Damen und Herren. Und wir sind gemeinsam gehalten, alles dafür zu tun, dass solche innovativen Technologien auch tatsächlich zur Anwendung kommen können, damit eben nicht die Abhängigkeit größer wird und wir auch in 5, in 10, in 20 Jahren Landwirtschaft in Deutschland haben können, die all diesen Anforderungen tatsächlich gerecht wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Und für die Unionsfraktion erteile ich das Wort der Kollegin Christina Stump. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, ich in meiner Generation hätte nie geglaubt, über die Frage der Ernährungssicherheit in Deutschland und Europa je reden zu müssen. Die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land vertraut der Landwirtschaft, dass sie sich auch in herausfordernden Zeiten in der Lage ist, unsere Supermarktregale zu füllen. Corona hat gezeigt, dass das heute leider nicht mehr selbstverständlich ist. Unsere Bauern leisten dafür einen unschätzbaren Beitrag. Gerade deshalb müssen wir sie darin unterstützen und nicht noch mehr behindern. Es ist an Ihnen, sehr geehrter Minister, dafür zu sorgen, dass unsere Landwirte ihren Job machen können, anstatt zu befürchten, dass sie immer wieder in andere Vorgaben verstrickt werden und nicht ihrer täglichen Arbeit nachgehen können. Sorgen Sie dafür,
Sorgen Sie dafür, dass unsere Landwirte und unsere Weinbauern auch weiterhin gut arbeiten können. Es geht nicht darum, Krisen gegeneinander auszuspielen. Es geht darum, dass Ernährungssicherung und Klimaschutz Hand in Hand gehen. Wenn die geplanten europäischen Pflanzenschutzvorgaben so umgesetzt werden, wie sie jetzt vorliegen, bedeutet das das Aus für die Winzerinnen und Winzer in Baden-Württemberg. Wenn Sie, wie Sie sagen, Wert auf Regionalität legen, dann setzen Sie sich mit aller Kraft dafür ein, dass die vielen kleinen landwirtschaftlichen Familienbetriebe vor Ort eine Zukunftsperspektive haben. Unsere guten Lebensmittel aus regionaler Erzeugung müssen für die Verbraucher besser erkennbar sein. Eine kombinierte Haltungs- und Herkunftskennzeichnung schafft nicht nur mehr Transparenz für die Verbraucherschaft, sie hilft auch den Erzeugern, gegen billige Importware wettbewerbsfähig zu bleiben. In der letzten Woche haben über 650 Wissenschaftler die internationale Dublin-Erklärung unterzeichnet, in der sie feststellen, dass die Nutztierhaltung eine wesentliche Rolle in einem nachhaltigen Ernährungssystem spielt. Sie alle weisen den Ansatz zurück, man müsse die Nutztierhaltung stark reduzieren. Das sei, so die Wissenschaftler, ein rein ideologisch geführter Kampf gegen die Tierhaltung. Bitte fühlen Sie sich angesprochen, Herr Minister Özdemir. Bei uns in Deutschland bricht gerade die Schweinehaltung zusammen. Und was tun Sie? Mit Ihrem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz zerstören Sie alles bisher Erreichte und machen sich mitschuldig am Niedergang der Tierhaltung in Deutschland. Den Bürgerinnen und Bürgern wird beim Einkauf staatlich verordnete Transparenz vorgegaukelt und gleichzeitig werden Importe aus Spanien begünstigt. Das gefährdet unsere Selbstversorgung. Ihr Vorhaben sorgt definitiv nicht für mehr Tierwohl, es sorgt für mehr Höfesterben in Deutschland. Wenn Ihnen die Ernährungssicherheit am Herzen liegt, dann beeilen Sie sich und gehen auf die Kritik der Branche dementsprechend ein. Ich appelliere an Sie, kommen Sie zurück zum Pragmatismus und lassen Sie uns gemeinsam vorankommen. Gerade jetzt zur Grünen Woche müssen wir verdeutlichen, dass wir an der Seite unserer Erzeugerinnen und Erzeuger stehen, meine Damen und Herren. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Rita Hagel-Kehl. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder mal ein Antrag zur Nahrungsversorgung sicherstellen in Deutschland. Täglich grüßt das Murmeltier. Dieses Mal interessant, weil Sie auf die Ziele des Klimawandels oder auf die Probleme des Klimawandels eingehen. Und es ist schon interessant deswegen auch, weil Sie beim Punkt 1 gleich mal fordern, wir sollen sie gegen die EU verteidigen. Also den Green Deal, der ja das Ziel hat, den Klimawandel zu bremsen, den sollen wir jetzt einbremsen, die EU. Und damit ist es etwas seltsam und befremdlich für mich, weil ich dachte immer noch, dass Frau von der Leyen noch immer das gleiche Parteibuch hat und dass die EVG immer noch in der EU führend ist. Und das ist im Green Deal, die kommen von der EU. Also irgendwas ist da etwas schiefgelaufen, glaube ich, beim Punkt 1 in Ihrem Antrag. Weiter geht es mit dem zweiten Punkt, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Den wollen Sie eben befördern wieder. Also da soll man auf gar keinen Fall reduzieren. Gleichzeitig steht aber in Ihrem Antrag im Punkt 6, die Biodiversität muss gefördert werden. Also irgendwas stimmt da auch wieder nicht an der ganzen Geschichte, denn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, doch das verstehe ich schon, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wirkt gegen die Insekten, gegen die Vielfalt der Insekten, der Wirbeltiere und anderer Arten. Also damit ist die Biodiversität auch nicht zu befördern, wie Sie eigentlich das ja wollen. Und das ist alles eher ein Punkt, der für den Klimawandel sorgt, als dagegen wirkt. Und damit machen Sie jetzt so quasi die Ursache zum Problem. Nach wie vor behaupten Sie auch, dass die Menschen dafür sind. 60% der Verbraucherinnen und Verbraucher haben Angst vor verunseuchten Lebensmitteln, die eben mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind Ihnen also an dieser Stelle egal.
und gleichzeitig der Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln, auch die Landwirte. Ich habe das Beispiel das letzte Mal schon gebracht. Meine Molkerei in Ostbayern, die bekannt ist zum Beispiel für Mozzarella und so weiter, die wollte wieder den Einsatz von Glyphosat erlauben, den sie vorher verboten hat. Wer hat sich dagegen gestemmt? Unsere Milchbauern. Die wollten nicht mehr Glyphosat verwenden. Die haben nämlich erkannt in der Zeit, dass es erstens schon mal Geld kostet, wenig bringt und gleichzeitig den Milchpreis noch senkt. Also von daher haben anscheinend sie auch noch nicht mal die Landwirte auf dem Radar, wenn sie so etwas fordern. Aber das Allheilmittel schlechthin, die neuen Züchtungsmethoden. Da sollen wir auch gleich mal auf die EU einwirken, dass die noch mal beschleunigt das alles erlauben und eine Kennzeichnung verbieten, die aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen. Die wollen wissen, was sie essen. Die wollen wissen, ob sie Gentechnik dabei haben oder nicht. Und wir hatten zuletzt eine öffentliche Anhörung. Anscheinend haben Sie die Ergebnisse daraus auch nicht so ganz wahrgenommen. Denn da kam eben raus, dass in den vielen Ländern, in denen diese Züchtungsmethoden erlaubt sind, gerade mal insgesamt 5 neue Pflanzen entstanden sind, die aber auch nicht den großen Erfolg und den großen Durchbruch kriegen. Und ich glaube, morgen gibt es auch eine neue Studie, die rauskommt, die aus dem Entwicklungsministerium kommt, wo es eben auch aufgezeigt wird, dass das eben nicht die Lösung für den Hunger weltweit ist. Wir haben in der Anhörung auch gehört von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auf die Sie sich ja berufen, dass diese neuen Züchtungsmethoden die Biodiversität wieder noch mal runterdrücken. Also genau das, was Sie in Ihrem Punkt 6 eigentlich möchten. Gleichzeitig vergessen Sie den einen Punkt, den die Kollegin Ladendorf schon angesprochen hat, die Lebensmittelverschwendung. 15 bis 18 Millionen Tonnen werden jährlich in Deutschland einfach dem Müll zugeführt an Lebensmitteln. Das sind 75 Kilo pro Kopf ungefähr. Wir wollen eine Halbierung dieses Zieles. Das haben Sie auch mal mit Ihren Landwirtschaftsministern gefordert. Aber was kam raus? Nichts Verbindliches. Und genau das ist der Gegenteil zu unserem COA-Vertrag, in dem steht, dass wir eben verbindliche Regeln wollen, dass wir rechtliche Fragen der Haftung klären, dass wir steuerrechtliche Erleichterungen machen. Nur nett zu reden und zu sagen, wir werden das machen, nützt nichts. Man muss auch wirklich etwas tun. Und diese Lebensmittelabfälle, auf der einen Seite verbrauchen wir wieder Land damit wir sie anbauen, auf der anderen Seite auch die Vernichtung dieser Lebensmittelabfälle produziert wieder CO2-Ausstoß. Also gleich mal das Doppelte, was wieder für den Klimawandel da ist. Und Sie sagen ja, wir brauchen mehr Selbstversorgung. Ich habe es beobachtet letzten Sommer. Wie viel wird bei uns eingepflügt an Lebensmitteln? Was war denn mit diesen ganzen Erdbeeren, die eingepflügt wurden und nicht geerntet? Was war mit dem ganzen Spargel, der eingepflügt und nicht geerntet wurde, weil der Preis ja zu niedrig war? Also dann erntet man es ja gar nicht. Also so viel zur Selbstversorgung auch beim Obst. Und ich weiß genau, dass ich es im nächsten Sommer wiedersehen werde, wie viele Gurken bei uns in Niederbayern eingepflügt werden. Es sind alles Lebensmittel. Und die werden nicht gebraucht, sondern die werden damit wieder zugefügt. Und Sie werfen uns ideologische Politik vor. Wenn man festhält an Pestiziden, wenn man festhält an der Gentechnik, wenn man festhält am Hochhalten der Tierbestände, dann ist das für mich ideologische Politik. Und damit wollen Sie den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Das wird nicht funktionieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Nagel-Kiel. Als Nächster hat das Wort der Kollege Arthur Auerhammer, CDU-CSU-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, verehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen! In wenigen Tagen, ja in wenigen Stunden, wird die Internationale Grüne Woche in Berlin eröffnet, und es ist die Leistungsschau der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft. Aber ich habe Sorge, wenn diese Ampel noch länger so weiterregiert, ob das noch eine Leistungsschau einer deutschen Landwirtschaft sein kann, wenn man so die Landwirtschaft demontiert wie diese Ampelregierung in den letzten 12 Monaten. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft unserer Bauernfamilien auch in unserem Land. Und ich grüße hier stellvertretend für alle Jungbäuerinnen und Jungbauern in Deutschland, die
derzeitigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Studienkurses der Andreas-Hermes-Akademie, die dieser Debatte beiwohnen und die genau hinschauen, wie wir über Landwirtschaft im Deutschen Bundestag diskutieren. Und es ist die Zukunft dieser jungen Menschen, die wir verantwortungsvoll gestalten müssen. Und wenn wir jetzt am Montag eine Anhörung hatten zum Tierhaltungskennzeichen, wir merken plötzlich, ja, merkt man jetzt, ich sage das nur am Rande, die letzten 16 Jahre haben wir den Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration auf den Weg gebracht, mit großen Schmerzen für die Branche. Und jetzt haben wir eine Vorlage, die es ermöglicht, dass ich Ferkel importiere, die ohne Betäubung kastriert werden, die in Deutschland gemästet werden und plötzlich dann ein super Tierhaltungslabel bekommen, das dann der Verbraucher sieht, ach, das ist dann ein gutes Fleisch. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen eine durchgängige, auch Herkunftskennzeichnung, und da hat diese Ampelregierung noch sehr, sehr viel Hausaufgaben zu machen. Leider Gottes, höre ich zwar immer hier schöne Reden von der FDP, aber es wäre auch im Sinne der deutschen Landwirtschaft, wenn Sie sich auch in dieser Ampelkoalition stärker durchsetzen würden. Es wäre im Sinne der deutschen Landwirtschaft, wenn die FDP auch liefern würde und nicht nur reden. Ich möchte noch auf eine aktuelle Entwicklung seitens der Europäischen Union hinweisen. Es ist beschlossen, ja, Green Deal ist heute schon angesprochen worden, aber dieser Green Deal wurde ja beschlossen, bevor Putin seinen Angriffskrieg begonnen hat. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir diesen Green Deal auf europäischer, auf nationaler Ebene auch neu denken müssen. Und diese Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, diese radikale Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, wo diese Ampelregierung uns noch keine Umsetzung auf nationaler Ebene gezeigt hat, wenn das so kommt, wie sie vorgeschlagen ist, dann wird es zum Beispiel allein für den Weinanbau an der Mosel bedeuten, dass 90% der Rebflächen nicht mehr genutzt werden können. Und das müssen wir verhindern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie ideologisch die Grünen hier dabei diskutieren, das hat kürzlich Ihre Parteikollegin Sarah Wiener im Europäischen Parlament gezeigt, dass sie Landwirte mit Drogenabhängigen für Pflanzenschutzmittel verglichen hat. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat die Zukunft unserer Landwirtschaft, das haben unsere jungen Menschen, die in der Landwirtschaft einsteigen, nicht verdient, solche Rede zu haben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Auerhammer. Letzte Rednerin ist die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen! Ja, ich glaube, dass die Bäuerinnen und Bauern, auch die jungen Bäuerinnen und Bauern, mehr verdient haben als alter Wein in neuen Schläuchen oder in einer neuen Drucksache. Frau Stump erzählt was zum Weinbau, dass er nun überhaupt nicht mehr ginge ohne Chemie. Ich sage mal, der allergrößte Teil der Weine, die bei Ecowin hergestellt werden oder beim Deutschen Verband der Prädikatsweingüter, ist biozertifiziert. Zur Tierhaltung. Sie sagen immer, Sie wollen was verbessern bei der Tierhaltung. Jetzt, wo wir sagen, wir machen eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung, tun Sie so, als hätten die deutschen Bauern oder Tierhalter was zu verbergen. Was ist denn los? Ich verstehe es nicht. Sie reden auch über die Ferkel. Also ich glaube nicht, dass die was zu verbergen haben. So, und ich glaube auch, dass die heute schon mit mehr Platz für die Tiere und mehr Zeit für die Tiere arbeiten, auch ein Recht darauf haben, dass es endlich eine verpflichtende Haltungskennzeichnung gibt, damit man bei allen tierischen Erzeugnissen nicht nur die Verbraucher wissen, was sie kaufen, sondern die Bauern, die mehr Aufwand haben, sich im Wettbewerb auch ordentlich darstellen können. Freiwillig reicht nicht. Wir haben nichts zu verbergen. Und ich sage Ihnen auch noch einen Satz zu Ihrer Gentechnik. Es hat ja noch gar keiner gesagt, dass wir die Gentechnik oder CRISPR-Cas verbieten wollen. Es geht um die Kennzeichnung. Ich sage noch mal, was glauben Sie denn, dass diese Riesenkonzerne mit dem Geld, das sie da verdienen haben, zu verbergen haben? Wenn die was zu verbergen haben und es nicht kennzeichnen wollen, dann sollten Sie es den deutschen Bauern auch nicht unterschieben. So, Ihr Herr Merz hat gerade beim Deutschen Bauernverband gesagt, bei Pflanzenschutzmitteln, solange diese keiner umfassenden Folgenabschätzung unterzogen wurden, sei er nicht dafür, weitere Verschärfungen bei der Anwendung zu haben.
Ich sage Ihnen mal, wollen Sie mir jetzt wirklich erzählen, solange diese bisher keiner umfassenden Folgenabschätzung unterzogen wurde, und das haben Sie in den 16 Jahren dann nicht unterbunden, die Gesundheit der Bauern und der Kunden und so weiter? Ja, Sie müssen sich mal überlegen, was für Argumente Sie bringen. Entweder war es früher zugelassen, dann hatte es eine Folgenabschätzung oder auch nicht. So, ich sage Ihnen mal, worüber wir reden müssen an der Stelle. Wenn wir den Green Deal neu diskutieren nach Putin, ja, dann sage ich, hier ist brutalst der Vorhang weggezogen worden. Faktenbasiert und wissenschaftsbasiert muss es schärfer werden, meine Damen und Herren. Ernährungssicherung, gut, dann gehen Sie endlich in die Abkehr von Ihren ewigen Export und Wachse oder Weiche, meine Damen und Herren. Schön, wir haben heute schon 60% der Agrarfläche für Tierfutter benutzt, meine Damen und Herren. Das sind 10 Millionen Hektar der Fläche, nur 20% für menschliche Ernährung. Nutzen wir es doch für den Menschen, meine Damen und Herren. Wir importieren 140 Millionen Tonnen Lebensmittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse in die EU. Wir schmeißen 153,5 Millionen Tonnen weg, meine Damen und Herren. Da ist doch was falsch. Vielleicht gehen wir mal mit Food Waste anders um. Lassen Sie uns über Alternativen reden. Ich würde auch gerne über Eiweißpflanzen reden für die menschliche Ernährung. Aber jetzt statt nicht mehr, Frau Kollegin. Sie müssen für zum Schluss kommen. Die Tierhaltung. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Was wir tun, ist Transparenz und Klarheit im Wettbewerb. Der Umbau der Tierhaltung kommt, meine Damen und Herren. Der Umbau der Tierhaltung wird kommen, auch wenn manche gerne Frau so Kühne, tun. Bitte. Ja, als wollten Sie den Umbau hier am Ende aber gar nicht umsetzen. Ihre Verantwortung ist nicht zu meckern, sondern Zukunft herzustellen. Ja. Ich bin schon so froh, Frau Kollegin Künes, dass Sie sich nicht festgeklebt haben im Pult. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 5215 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den